Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute lesen wir wieder im Markus-Evangelium weiter und dort im ersten Kapitel Verse 21 bis 28. Ich lese, wie so meistens, nach der Schlachterübersetzung. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und die Umstehenden erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Eine tolle Geschichte. Oft ist es in Bibeltexten so, dass uns der Schreiber, in diesem Fall Markus, auf etwas aufmerksam machen möchte. Und das macht der ein oder andere biblische Schreiber dadurch, dass er ein Wort immer wieder gebraucht. In diesem Abschnitt ist mir aufgefallen, dass es um Vollmacht geht. Jesus redet wie einer, der Vollmacht hat. Und dann kommt dieser unreine Geist, dieser Dämon, und Jesus treibt ihn aus und die Leute sehen das und sie wundern sich noch mehr. Sie haben sich schon davor gewundert, weil seine Predigt ist so ganz anders als die der Schriftgelehrten, die lang palavert haben und irgendwie diesen und jenen zitiert haben. Aber Jesus macht das nicht. Und jetzt sind die Leute richtig baff. Denn er treibt einen Geist aus und das haben sie noch nicht gesehen. Und sie fragen sich: Wow, wer ist dieser Jesus? Was ist das für eine Lehre? Wir verstehen es nicht. Und das Spannende ist, dass in der Geschichte einer es verstanden hat. Der unreine Geist. Der weiß, wer Jesus ist. Weißt du, wer Jesus ist? Oder hast du nur die Geschichten von ihm gehört? Weißt du, Jesus kennenlernen, das ist keine Sache des Wissens. Zumindest nicht nur. Natürlich muss ich auch etwas über diese Person wissen, ich muss sie kennenlernen. Aber damit wir verstehen, wer Jesus ist, reicht es nicht zu sehen, dass er Vollmacht hat und was er im Leben anderer bewirkt. In diesem Fall, was er im Leben dieses Besessenen bewirkt. Sondern es ist notwendig, dass wir Jesus selber kennenlernen. Dass ich weiß, wer Jesus ist. Das ist übrigens ein Thema, das wir im Markus-Evangelium immer wieder finden. Das Markus-Evangelium fängt an damit, dass es heißt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dem Leser, also uns, wird sofort verraten, wer Jesus ist. Und dann kommen diese Geschichten, wo die Menschen nicht wissen, wer Jesus ist. Und Markus baut diesen Gegensatz immer wieder auf, eben auch in dieser Geschichte, um klarzumachen, wer Jesus ist auf der einen Seite, aber dass reines Wissen eben nicht reicht. Jesus möchte eine Beziehung zu mir haben. Er möchte, dass ich ihn wirklich als Person kennenlerne. Und das möchte er von dir auch. Dich kennt er bereits. Die Frage ist, willst du ihn kennenlernen? Und das ist spannend. Das ist toll. Das begeistert mich. Jesus möchte mich kennenlernen. Wie steht's mit dir? Möchtest du Jesus kennenlernen? Kennst du ihn vielleicht bereits? Wenn ja, schreib uns doch einfach unten in die Kommentare, wie das bei dir aussieht. Wie hast du ihn kennengelernt? Was hast du dafür getan? Und vielleicht geben wir einander ja einfach Hinweise, wie wir das gemeinsam machen können. Mach's gut.